Das hätte wohl niemand von der stets lächelnden Sarah Nuro gedacht. Sie gewann vor knapp 10 Jahren die 4. Staffel von Germany's Next Topmodel und war seitdem absolut gefragt. So lief die heute 29-Jährige beispielsweise für namhafte Designer wie Roberto Cavalli über den Laufsteg und war bei Fashion-Shows in New York, Mailand oder auch London mit von der Partie. Doch trotzdem war sie todunglücklich. Im Fokus-Podcast Wer, wenn nicht wir, erklärte das Model mit äthiopischen Wurzeln, für europäische Verhältnisse hatte ich schon ein sehr privilegiertes Leben. Der Kontrast zum Leben in Äthiopien hätte krasser nicht sein können. Meine Karriere kam mir anschließend nur noch belanglos vor. Und so kam der Schlüsselmoment, als die GNTM-Siegerin ein 1000 Euro teures, mit Blattgold verziertes Eis vor der Kamera eines Privatsenders testen sollte. Da habe ich mich so geschämt und gefragt, was mache ich hier eigentlich? Sarah Nuro kündigte anschließend ihre Modelverträge und zog sich zurück. Jetzt ist sie wieder da und hat zusammen mit ihrer Schwester Sali das Unternehmen Nuro Coffee gegründet. Zusammen importieren sie fair gehandelten Kaffee aus ihrem Heimatland Äthiopien, um diesen in Deutschland zu verkaufen. Mit dem Erlös werden dann Frauen vor Ort dabei unterstützt, sich eine Existenz aufzubauen.